Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Urlaub auf Sendung. Jetzt wird schon wieder entkistet. Und zwar habe ich hier ein gigantisches Paket gekippt vom Fritz. Und da gucken wir jetzt rein. Es ist hundeschwer. Es fühlt sich an wie sonst was. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Aber wir finden es jetzt zusammen raus. So, wir haben hier wieder den Schlitzer und schneiden das hier einfach mal irgendwo auf. Das Ding ist so formlos, da frage ich mich, wie das überhaupt ankommen konnte. Was ist das denn? Gott, herrje! Ich weiß nicht, ob ich hier so eine Klappe aufmachen sollte oder wie ich hier am besten verfahre. Es sieht nicht nur abenteuerlich aus, ist es auch. Heidewitzka, fangen wir einfach mal an. Was ist das hier? Meine Leica und ich. Das ist natürlich ein Top-Buch. Das klingt genau wie das, was drauf steht. In dem Buch geht es einfach ums Bildermachen mit Leica-Kameras. Ich denke, ich weiß, wen das interessiert. Gott, was ist denn hier alles drin? Ich denke, ich muss das anders machen. Ich denke, wir machen das so und holen das hier raus. So, hier war das Buch. Jetzt machen wir hier einfach mal oben auf. Und sehen weiter. Ach du grüne Neune. So, was haben wir hier? Einen amerikanischen Stahlhelm, der offensichtlich zeitweise als Jaucheschöpfer benutzt wurde. Also es ist ein, wenn ich mich jetzt nicht irre, M1 Stahlhelm. Sozusagen die Helmglocke davon. Man hat sogar noch Originalfarbe drauf hier, relativ viel. Ganz interessant. Gar nicht mein Gebiet. Leg mal da einfach mal so hin. Ja, der Mann hat mich gefragt, mit was er das Paket ausstopfen soll, mit Zeitung oder mit Klamotten. Ich habe gesagt, nimm mal Lumpen, vielleicht ist ja was dabei. Die gucke ich jetzt einfach mal nur grob an und tue sie zur Seite, weil wir hier sonst nie fertig wären. Das ist nix. So, was ist das hier? Ein Film, passend zum Buch. Ich denke, es ist ein unbenutzter Film. Mal gucken, ob der noch geht. So, hier haben wir ein kleines Handtäschchen, auch alt, so, naja, 30er Jahre mindestens, wenn nicht sogar noch älter. Kleine Details. So, hier ist nochmal was extra eingepackt. Es ist sehr aufregend, dieses Paket, wenn ich das so nennen darf. Ich weiß, dass auch irgendwo ein Brief ist. Wir werden das herausfinden. Ah! VM, eine Volksgasmaske. Vertrieb durch Luftschutzgesetz genehmigt. Also im Karton sogar. Und alles drin, was reingehört. Nicht schlecht. Volksgasmaske ist klar. Das gehörte einfach zum Luftschutz damals dazu, dass jeder Bürger eine Gasmaske zu Hause hatte für eventuelle Eventualitäten. Besser haben als brauchen. So, weiter geht's. Noch eine Hose. Und noch eine Hose. Ach, das ist. Die sieht gar nicht so doof aus. Eine grüne Kniebundhose. Lodenstoff, nur trocken reinigen. Bügeln ist okay. Ich weiß. Schöne Farbe. Nee. So, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Und jetzt hat er uns hier eine Mac 10 geschickt. Das sind natürlich alles Airsoft-Waffen hier. Das meiste sieht aus wie Bastelware. Eine Scorpion für unsere diversen Endzeitfilme, kann man da sicherlich immer mal noch was draus basteln. Die lege ich auch einfach mal da runter. Im Griff. Eine Schulterstütze, sieht aus wie von der Kalaschnikow. Hey, eine Kalaschnikow. Was ist hier los? Ist sogar aus Metall. Teilweise. Ist natürlich auch alles Airsoft.
Oder das, was davon übrig ist. Das sieht schon aus wie Endzeitfilm hier vorne. Apropos Endzeitfilm. Mein Kumpel der Adrian, der dreht einen riesengroßen Mad Max Film. Ich habe da die Kostüme, die Ausstattung, Setdesign und so weiter gemacht. Wenn euch das interessiert, ich war da schon mal am Set und habe gedreht, habe da was gefilmt. Guckt euch das gerne mal an. Dort sind noch Links zu dem Film selber und so weiter. Kann ich nur empfehlen, Top-Projekt. Wie viel kommt denn hier noch raus? Das Zeug hätte ich mal vor dem Filmprojekt gebraucht. Noch ein Skorpion. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Ich dachte immer, die Leute schicken mir altes Zeug. Okay. Alter Schwede, was ist das überhaupt? Science Fiction G36. Aber ist natürlich auch ein cooles Ding. Für unseren Science Fiction Film kann man hier bestimmt was draus machen. Ich denke, das Tischbein gehört hier dran. Das sieht auf jeden Fall sehr futuristisch aus. Könnte man bestimmt hier was Tolles draus basteln. So, hier haben wir mal noch was Normales. Ein DDR-Schiffchen. Also nicht DDR, sondern NVA. Nationale Volksarmee. Schiffchen in einer 54 steht dran, ist es aber niemals. Moin. Halt ein ganz normales DDR-Schiffchen. Zack. So, Papier. Ein Schuh, das ist doch scheiße. Mal gucken, ob es hier noch einen zweiten gibt. Aber das ist die Sorte geflochtener Schuh, über den wir letztens in unserem Schuhvideo geredet haben. Auch ein guter Sommerschuh. Aber ich denke, die könnten sogar passen. Das wär's ja. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Oh, ein kleiner Schulranzen von der Firma Boot. Ein alter Lederschulranzen. Für alle, die nie in der Schule waren, so sahen früher Schulranzen aus. Hosen über Hosen. Da kann man was verlosen. Hup. Hier ist der zweite Schuh. Die sind eigentlich echt cool. Was ist das hier noch? Das ist sogar was, das hier ist sogar was Älteres. Anschütz Savage. Vierfache Vergrößerung. Ein kleines Zielfernrohr. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch was. Ein kleines Kukri. Steht auch was drauf. India. Ein kleines Kukri aus Indien. Das ist wahrscheinlich so ein kleines Andenken-Ding. Weiß nicht, wie effektiv das in der Größe noch ist. Aber das könnte man sogar mal testen. Das, ich neige dazu, dieses kleine Möchtegern-Messer mit hinauszunehmen und einem Test zu unterziehen. Wie scheiße ist es wirklich? Was ich jetzt aber noch nicht gesehen habe, ist der Brief. Das hier ist ja ein uralter Schalter. Das sieht aus hier wie vom elektrischen Stuhl hier. Ganz unten ist er, der Brief. Hallo Urlack, wie bestellt, so geliefert. Mein ganzer alter Müll. Altkleider, Kram und ein Haufen Plastik, der eingeschmolzen vermutlich 8 Cent Flaschenpfand mehr wert gewesen wäre. Für Holt liegt noch ein Buch passend zu seiner Kamera und ein frischer Adox Farbfilm bei. Das Buch Meine Leica und ich ist von 1937 und bietet neben imposanten Fotos auch hochinteressante Berichte. Da es bei mir nur zur Balalaika von Zorki gereicht hat, gebe ich das Buch gerne weiter. Das war's. Viel Spaß mit dem Schrott. Beste Grüße, der Absender. PS, wann kann ich das Bernsteinzimmer abholen, das ich auf eBay ersteigert habe? Und wann kommt eigentlich Selbstmordidioten auf Blu-ray raus? Das ist eine gute Frage. Ich denke niemals, nie, nicht. Gut. Haben wir das auch gesehen? Die Beschreibung entspricht dem Inhalt. Was ich jetzt damit mache, weiß ich auch nicht. Am besten lasse ich es direkt so liegen. Jetzt passen die Schuhe auch noch. Na gut, dann muss ich die aber anziehen. Alles klar. Ich bedanke mich vielmals für diesen ganzen Quatsch beim Absender. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ich nur einen Bruchteil davon wirklich gebrauchen kann.
Egal, was soll's. Wie er in seinem Brief schon gesagt hat, wie bestellt, so geliefert. Also habe ich jetzt den ganzen Müll hier an der Backe. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch unterhalten, dass ich hier diesen Müll auspacken musste. Wenn nicht, Pech gehabt. Wir gucken mal, was wir demnächst noch so machen. Ich denke, es wird nicht besser.